Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen. Und was werden wir heute machen? Heute kannst du uns begleiten bei einer Tour. Und zwar, wir werden einen Flussdelta hochlaufen und neues Gebiet erkunden, weil wir da eventuell dann Lagerplätze aufschlagen wollen. Aber wie gesagt, Gebietserkundung ist heute dran. Außerdem, das Wetter ist hervorragend. Also, wenn dich das interessiert, begleite uns auf dieser Reise. Es wird cool werden. Mit heute dabei ist Pete, Survival Pete. Den Kanal verlinken wir natürlich beidseitig, rechts und links und überhaupt. Und er kommt halt mit und hilft sozusagen in Kooperation neue coole Plätze hier zu finden. Ja? Jawohl. Sind wir zu. Das Wetter ist total geil. Also, hier geht es jetzt gleich los, wie man sieht. Wir haben noch leichten Nebel hier drüber. Das Wetter ist heute wirklich sehr, sehr schön. Da hinten bei den Hügeln, da sind wir schon gewesen. Aber heute soll es darüber so ein weiterer Flussarm, der zugefroren ist. Also hier vorne, das ist ein zugefrorener Fluss. Da wollen wir dann Strecke machen rein und dann rechts und links die Wälder ein wenig erkunden. Naja, und Haufen Fotos machen. Sonne blendet ganz gut. Wir werden jetzt mal hier mit der Drohne ein bisschen rumfliegen und mal gucken, wie es hier ist. Oh, das ist wirklich, die Sonne kommt gerade richtig raus. Ich muss mal Sonnenbrille anziehen. Okay, und Pete macht jetzt hier fleißig Drohnenaufnahmen. Einmal Sonnenbrille. Und siehe da, ist wesentlich besser. Ja, hier kann man noch mal sehen, wie schön das aussieht. Es ist unbeschreiblich, die Sonne. Das hat schon echt was. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen bewegen. Und zwar in diese Richtung. Da. Wir werden versuchen, da durchzukommen. Dann über den Hügel oder hinter dem Hügel durch, müssen wir noch mal schauen. Und dann durch dieses Tal zurück. Und da werden wir nach ein paar Spots suchen. Aber die Stille ist herrlich. Niemand drumherum, keine Menschenseele. Hier gut Stück gelaufen und jetzt werden wir uns in den Wald reinmachen. Und das, ja, könnt ihr euch vorstellen, da geht es jetzt durch. Herrlich. Ich bin nur halb weg, aber. Fünf Meter meintest du nur? Ich komme. Hab ich geschafft. Warte, ich komme hinterher. Herrlich. Hast du geschafft? Und ich wurde immer breiter. Guck mal, ich bin immer so breiter. Ja, du läufst irgendwie im Spagat, ne? So ein bisschen. Wie meine Ente. Ja, ich verstehe dich, ich verstehe dich. So, ich würde jetzt sagen, wir laufen jetzt hier. Ja. Da in die Richtung, da ist ein bisschen flacher. Okay, ich spur mal die nächsten Meter. Und ich läuft wieder abwechseln. Ja, guck mal, die Kamera mal. Ja. Ja. Wo bleibst du? Ich komm, also ich erscheine. So, ja. Ihr habt es gesehen. Ist gar nicht so einfach. Deswegen lasse ich lieber jemanden folgen, der ein bisschen schwerer ist wie ich.
Ich dachte, wir wiegen gleich viel. Du hast mir gesagt, wir wiegen gleich viel. Ich höre den auf meiner Kamera. Ne? Wir laufen dann mal weiter. Wir sind hier unterwegs, haben dann doch mal ein paar Meter geschafft und müssen jetzt so ein bisschen die Planung machen wegen der Zeit. Hier oben wird es ja relativ schnell dunkel und ja, aber wie ihr seht, tada, mitten im Wald hier, hervorragend. Das Einzige, was wir hier gefunden haben, waren Elchspuren. Ich hoffe mal, dass der uns nicht über die Füße läuft hier. Der ist nämlich eindeutig schneller als wir. So, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen hier Drohne starten lassen und mal gucken, was hier los ist. Ich bin zu blöd dazu. Oh Mann, ey. Ey, bleib oben. Wir haben jetzt hier was gefunden, was perfekt ist, um etwas zu erklären, was der Pete hier schon mal ausprobieren wollte, beziehungsweise was er jetzt gleich erklären wird. Und zwar, wird er gleich selber erklären, geht es um genau dieses Bäumchen hier. Aber, ja, das kann der Pete jetzt besser selbst erklären. Ja, es geht ja meistens immer um natürliche Unterstände. Ihr habt das in einem oder anderen Video auf meinem Kanal gesehen. Ich baue da eine Schneehöhle und das ist viel zu anstrengend, aufwendig. Aber hier, diese Fichte ist ein natürlicher Schutz. Jetzt brauchen wir nur noch den Schnee an der Seite hochhäufen und haben sozusagen einen kleinen Unterstand, wo wir nicht viel Arbeit reinstecken müssen. Das können wir hier machen. So, und hier sieht man halt, dass die wirklich bis zum Boden runtergehen. Und da wäre sogar Platz für zwei bis drei Leute, ne? Auf der Rückseite auch noch einer, oder? Können wir sogar Betten noch mit hoch. Ja. Also, Riesending. Das Ganze gibt es ja dann auch noch in kleiner. Also ja. Von dem her kann man sich dann auch ein Single Shelter bauen. Also immer die Augen auf in der Natur. Damit man sich das besser vorstellen kann, hier nochmal dadurch. Hier sieht man richtig schön, wie man die runterhängenden Äste dafür benutzen kann. Oh, ja, jetzt hast du keinen Schnee mehr. Und ein natürlicher Kälteschutz von oben natürlich auch noch. Perfekt. Möchtest du hier mit rein in meine gute Bude? Geil. Warum sind wir heute unterwegs? Unter anderem, weil wir genau so einen Spot hier brauchen. Und wofür dieser Spot dann benötigt wird, das werdet ihr später erfahren. Und ja, brauchen, gebraucht wird es nächstes Jahr um diese Zeit. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten. So langsam, aber sicher geht die Sonne auch unter. Man sieht hier, dass sie schon relativ tief steht. Und das geht dann ja auch relativ zügig um diese Jahreszeit. Wir werden jetzt mal hier ein bisschen den Hügel runter. Es wird meistens lustig. Das Fiese an der Sache ist, dass meistens dann auch noch der Schnee schön tief wird. Aber wollen wir jetzt mal probieren. Aber auf jeden Fall ist es auch ganz angenehm, mal ein bisschen bergunter zu laufen.
Oh. Tja, wenn man den Hügel hochgeht, dann wieder runterkommt. Komm schon. Ich habe gerade für mich selbst gefilmt. So, filmt er sich selber. Wird mir ja nie einfallen. So. Boah, knietief. Ist ja geil. Jetzt ist es tief. Jetzt trotz Schneeschuhen. Trotz Schneeschuhen. Hier geht's ja noch. Aber hier, das geht noch. Aber oftmals ist man da auch einen Meter dann runter. Ja. So, jetzt packe ich mal die Kamera ein bisschen ein. Weil es gibt gleich Verluste. Ich gehe einfach deine Jetzt noch eine kleine Demonstration. Piet bereitet sich vor. Trommelwirbel. So. Okay. Jetzt einmal letzten vorbereiten. So. Ich löse die Schneeschuhe. Sollte man auf jeden Fall niemals tun. Halbe Stunde später. Okay. Ja, guck mal hier so ein bisschen. Piet, noch ein paar letzte Worte. Ja, Abo nicht vergessen. Arschloch. Ich springe jetzt da rein, ja? Ohne Schneeschuhe. Ja, guck mal. Und dann kann man mal schauen, wie das aussieht, wenn man das macht. Ich kann nicht mal springen. Aber wenn ich jetzt keine Schneeschuhe habe, dann bin ich bis zum Arsch weg. Das ist ein ganz schön Ackern dann. Ne? Und deswegen Schneeschuhe. Ja. Also man sieht, der Schnee ist wirklich pulverig und ich habe schon Schneeschuhe an, die bis 130 Kilo gehen und die wiege ich definitiv nicht. Das werden wir jetzt zumachen. Und jetzt kann ich schauen, alleine Schneeschuhe machen, wenn man falsch durchs Gelände läuft, das muss man nämlich auch lesen lernen. Und das ist eine perfekte Stelle, zu zeigen, wie es ungünstig ist. Also hier, teilweise mit den Schneeschuhen noch. Wenn ich das nicht mache. So, und jetzt wieder hochkommen. Alter, ich bin voll an diesem scheiß Baum hier hängen geblieben. Das scheiß Ding hier. Fuck. Einmal drunter klemmen geblieben. Sehr schön, danke für die Aufnahme. Scheiße, Alter. Ja, jetzt. Scheiße, das ist gerissen. Oh. Okay, mein Schneeschuh ist hin. Und das war's. Das ist jetzt richtig kacke. Jetzt muss ich zusehen, dass ich noch rauskomme. Schuh ist halbwegs repariert. Dank Piets Gurt, den er noch dabei hatte. Und siehe da, wir können jetzt den Heimweg antreten. Und dann zu Hause erstmal reparieren im Lager. Oh, so ein Scheiß. Mit so einem kaputten Schneeschuh ist es ein bisschen anstrengender zu laufen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind gleich zurück auf den Fluss.
Und da sollte es dann einfacher sein. Da will man garantiert auch so einen Scooter-Track irgendwie auffinden. Manchmal heizen die ja hier über den Fluss da mit dem Ding. Und dann sollte es einfacher sein. Ergo, immer ein Stück Paracord dabei. Oh Mann, jetzt sind wir wieder am Fluss. Und hier kann man natürlich bedeutend leichter laufen, weil das natürlich auf so einer Eisplatte ist mit ziemlich festem Schnee. Und wir haben jetzt hier auch so einen alten Scooter-Track gefunden. Den sieht man wahrscheinlich. Und da lässt sich natürlich wesentlich leichter laufen als ja mitten durchs Gebüsch. Wir müssen uns auch beeilen, weil die Sonne geht bald unter. Wieder im Basiscamp angekommen, alles geschafft. Jetzt ist es noch nicht dunkel. Und jetzt erstmal Schneeschuhe für morgen reparieren. Weil morgen soll es wieder mit Übernachtung rausgehen. Dementsprechend habe ich jetzt noch ein bisschen was zu tun. So, ansonsten, ja. War ein schöner Tag. Bin auch ein wenig chaotisch zum Ende. Aber es war gut. Und das Hauptsächliche, was wir machen wollten, haben wir erreicht. Wir mussten nur ein bisschen, sagen wir, improvisieren beim Rückweg. So, und jetzt Schneeschuh reparieren. Also, dann viel Freude beim nächsten Video. Was auch immer du machst, bleib gesund. Wir sehen uns. Bis dann.